Er spielt bei Juventus Turin und er muss die Entscheidung akzeptieren. Natürlich darf er enttäuscht sein, soll enttäuscht sein, aber er wird nicht bezahlt, dass er vor der Kamera jetzt sich enttäuscht meldet und sagt, ja, man hat mich schlecht behandelt oder man hat mir was anderes versprochen. Das ist das Fußballgeschäft. Emre ist lang genug dabei und er hat ja auch irgendwie kurz danach zurückgerudert. Ich glaube, dass wir dieses Jahr eine spannende Bundesliga-Saison erleben werden, wo es auch vielleicht nicht nur zu einem Zweikampf zwischen Dortmund und Bayern kommt, sondern ich sehe Leipzig sehr stark. Wir können sie ärgern, wenn es um die Vergabe der Meisterschaft geht. Die Mannschaft ist sehr stark, das hat sie in letzter Saison bewiesen. Sie waren Platz 3, einige Punkte hinter Dortmund und Bayern, waren nicht so viele. Ich bin gespannt, die Mannschaft ist zusammengeblieben. Ich glaube, dass sie in den letzten zwei Spielen eigentlich immer mit Spielern gespielt haben, die schon in der letzten bzw. schon seit einer gewissen Zeit bei RB Leipzig unter Vertrag stehen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Leipzig hier wirklich eine gute Rolle spielen kann, wenn es um die Vergabe der Meisterschaft geht.